Hallo, hier ist Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie man eine Salami mit dem Kolbenfüller einfüllt. Der Darm, das ist der 55er Darm, das heißt 55 Kaliber, 50 cm lang. Den habe ich jetzt eine halbe Stunde eingewachsen gehabt in eine 15%ige Salzlacke. Und das werde ich entfüllen, abbinden werde ich Ihnen zeigen. Und dann zeige ich mal, wie fest das sein muss, da werde ich eine aufschneiden. Den Spagat nehme ich die Spule, die müssen Sie vorher in Wasser so 5 Minuten einwackeln, was sonst geht da auf. Den binde ich da fest für die ersten paar Salamis. Den binde ich da fest. So, ja, das passt. Jetzt schalte ich da ein. Jetzt immer erst was auslassen, damit die Luft alles weg ist. Jawohl. So. Jetzt mit der Hand schiebe ich, oder halt den Hinnamen, und mit der halte ich den Darm ein. Ja, schaut. Das hat ein Futter, das ich nicht umwechseln braucht. Jetzt mal einmal, jetzt ziehe ich ein bisschen an, nicht ganz fest. Ein zweites Mal, jetzt ziehe ich fest an. Das weg. Jetzt. Und das zweimal, das reicht. Schaut's? Den ziehe ich da drüber. Jetzt einmal. Jetzt hier fest. Ich nehme die Ziegelmasse weg. Einmal. Zweimal. Sie können auch dreimal machen, das ist wurscht. Was denkst du? So. Und das haltet. Ich habe da in den letzten Jahren bei die 50.000 Salami eingefüllt. So. Einmal drüber, ein bisschen anziehen. Jetzt das zweite Mal. Jetzt fest anziehen. Sie müssen aufpassen, dass es nicht ruckartig ist, weil dann reißt der Darm. Und eins, zwei. Eins, zwei. Schatz. Und anziehen. Einmal, das zweite Mal anziehen, Masse weg, eins, zwei. War vor Jahren, da haben wir immer noch hinten einen Katzenkopf, einen sogenannten Katzenkopf oder ein Häuschen draufgebunden. Das zeige ich Ihnen auch, wie das gegangen ist. Haben wir sie rausgelassen. Jetzt finden wir einen Katzenkopf. Einmal, zweimal anziehen. Dann haben wir so, dann haben wir das aufgebogen. Und das war dann der sogenannte Katzenkopf. Zweimal, einmal, zweimal. Das haltet, siehst du das? Das haltet. Und was ich noch mache, ich stupfe keine Salami. Da ist keine Luft drin. Sollte Luft drin sein oder es ausschaut wie Luft, ist es zu 100% ein Trockenfehler. Beim Füllen klingt es so gut, weil ich habe das nicht gesehen, dass ich beim Füllen eine Luft drin gehabt hätte. Das Einzige, was ist, wenn es ein Trockenfehler ist, dann schaut es so aus.
wie Luftwehr, ist aber ganz was anderes. Einmal, zweimal, jetzt werde ich die Maschine ausschalten. Hören Sie das, wie fest das ist? Ich hoffe, dass man das hört. So prall muss es sein. Jetzt werde ich eine aufschneiden. Schauen Sie, das holt hat. Ich schneide eine auf. Vielleicht hört man das, wie laut das ist. Haben Sie das gesehen? So fest muss der Salami gefüllt werden. Machen wir vielleicht noch eine, schauen Sie. So, wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn Sie mir einen Daumen nach oben geben würden. Mich würde es auch freuen, wenn Sie mich abonnieren. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.